Wenn wir im Bereich der Unternehmensführung über das strategische Management sprechen, denken wir automatisch an die SWOT-Analyse, wo wir zum einen die interne und zum anderen die externe Analysemöglichkeit haben. Mithilfe der Branchenstrukturanalyse wird die Umweltanalyse eines Unternehmens erleichtert. Und was es mit dieser Analyse auf sich hat, das erfährst du jetzt. Die Branchenstrukturanalyse ist an das Fünf-Kräfte-Modell angelehnt, das Michael Porter entwickelte. Mit diesem Modell soll die Strukturanalyse eines Unternehmens, bezogen auf seine Umwelt, vereinfacht werden. Der Grundgedanke dieses Modells beruht auf dem Markt. Der Erfolg eines Marktes ergibt sich aus seiner Marktstruktur, die gleichzeitig auf die Managemententscheidungen Einfluss nimmt. Genauer gesagt, wirkt sie auf die Wettbewerbsstrategien des Unternehmens ein, die wiederum für den Erfolg des Unternehmens zuständig sind. Wie du siehst, liegt also eine Art Kreislauf vor. Nach Porter gibt es 5 verschiedene Erfolgsaspekte für eine Branche. Im Zentrum befinden sich die einzelnen Marktteilnehmer, die infolge des Wettbewerbs als Konkurrenten bzw. Rivalen untereinander auftreten. Hohe Rivalität findet man bei sehr ähnlichen Konkurrenzprodukten vor oder wenn der Produktmarkt an sich nicht mehr schnell wachsen kann, wie zum Beispiel im Lebensmittelmarkt. Hinzu kommen auch hohe Marktaustrittsbarrieren, zum Beispiel bestimmte staatliche oder gesellschaftliche Barrieren, wie sie zum Beispiel bei der Post oder bei der Bahn zu beobachten sind. Insbesondere bei älteren und alteingesessenen Betrieben sind auch emotionale Barrieren vorzufinden, wenn zum Beispiel der Vater oder Großvater das Unternehmen gegründet hat. Des Weiteren schrecken Fixkosten vor einer Stilllegung ab oder wenn die Betriebsmittel sehr spezialisiert sind. Auf die sich schon im Wettbewerb befindenden Marktteilnehmer kommt die Gefahr und somit Bedrohung durch neue Anbieter hinzu. Ein neuer Anbieter verfügt eventuell über mehr Kapazitäten und ist geschäftlich motivierter. Kommen jetzt neue Anbieter auf dem bestehenden Markt zusammen, so sinken Rendite und Gewinn der einzelnen Anbieter durch den Angebotsanstieg. Insbesondere wenn der Zugang zum neuen Markt sehr leicht ist, strömen immer neue Anbieter auf den Markt. Zugangsbarrieren nach Porter können zum Beispiel Produktdifferenzierung, Kapitalerfordernisse oder Zugang zu Vertriebskanälen sein, die wir jetzt Stück für Stück durchgehen. Erstens die Produktdifferenzierung. Neue Anbieter unterliegen dem Marken- bzw. Marketingproblem. Ältere Anbieter konnten sich schon etablieren, ihre Marke bekannt werden lassen sowie eine Identifikation ihrer Kunden mit ihren Produkten schaffen. Das fehlt natürlich neuen Anbietern, weshalb sie unter anderem viel höhere Kosten für Marketing und so weiter haben. Zweiter wichtiger Punkt: Kapitalerfordernisse. Neue Anbieter müssen weitaus höhere Investitionen tätigen. Wenn Fehlentscheidungen getroffen wurden, sind die Investitionen im Prinzip futsch. Und das ist für jüngere bzw. neue Anbieter natürlich, nett gesagt, nicht so toll. Und damit sind wir beim dritten Punkt, der Zugang zu Vertriebskanälen. Das kommt zum Beispiel im Bereich von Supermärkten vor, wo neue Anbieter für eine entsprechende Regalfläche für ihr Produkt zahlen müssen. Dafür fallen für ihn natürlich auch zusätzliche Kosten an und als neuer Anbieter hat man natürlich keinen Goldesel bei sich im Office wohnen. Okay, nicht nur neue Anbieter, sondern auch Kunden können eine wirkliche Herausforderung sein. Kunden haben meistens eine große Marktmacht, das kann dann der Fall sein, wenn Kunden eine bessere Qualität oder niedrigere Preise durchsetzen wollen. Des Weiteren können sie zusätzliche Dienstleistungen einfordern und somit die Anbieter unter Druck setzen. Das ist bei standardisierten Produkten, wie zum Beispiel Benzin so, wo keine hohen Preisänderungen möglich sind. Und dann sind wir auch schon bei den Lieferanten. Die Lieferanten stellen eine weitere Einflusskraft dar. Sie sitzen fast ein bisschen am längeren Hebel, da sie die Preise für die Produkte oder Dienstleistungen erhöhen könnten. Die höheren Kosten können jedoch nur schwierig wieder erwirtschaftet werden. Die Lieferanten können ebenfalls marktmächtig agieren. Dies ist dann der Fall, wenn es nur wenige Anbieter, aber viele Nachfrager in einer gewissen Branche gibt, wenn die Produkte sehr schwer durch andere Produkte zu ersetzen sind oder die Nachfrager für die Anbieter nicht so wichtig sind. Ersatzprodukte bzw. Substitute sind dann gefährlich, wenn bei den Kunden die Loyalität für ein Produkt nicht oder kaum vorhanden ist, denn dann ist ein Wechsel zu einem Substitut für sie sehr einfach. Oder wenn man das entsprechende Substitut wesentlich billiger bekommt und bei Leistung sowie Qualität kaum Abstriche machen muss, dann wechseln die Kunden eher vom teuren Originalprodukt zum Substitut.
Auch können die Lizenzen bzw. Patente für das Originalprodukt auslaufen, weshalb sich die entsprechenden Substitute leichter etablieren können. Unser Kollege Porter führt als letzte Kraft noch die Regierungen auf, die im Modell jedoch nicht mit dargestellt werden. Regierungen können jedoch ebenfalls Einfluss nehmen. Die Regierung kann zum Beispiel als Nachfrager als auch als Anbieter am Markt erscheinen. Des Weiteren kann sie Gesetze erlassen oder ändern, die möglicherweise Substitute mehr fördern oder zumindest deren Stellung ändert. Ein wirklich spannendes Modell, oder? Kennst du schon das BCG-Portfolio? Wenn nicht, dann schau dir dieses Video an oder check unsere Playlist ab. In dem Sinne, Daumen hoch und abonnieren und bis bald. Ciao.